Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem Nostalgie-Projekt auf der Oldstreams Farm. Ja, mit Freezy, Domme und dem Manu. Hallo. 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 So, weiter geht's, weiter geht's. Was habt ihr an Füllstand bei euren Dreschern? 20. Gut. Müsste mit dem Tino genauso viel haben ungefähr. So, dann sammeln wir mal hier Stroh weiter, ne? Was? Ich sagte so, dann sammle ich mal das Stroh hier weiter, wenn der Schweizer hier schon meinen Drescher klaut. Ist es noch aufgeflogen? Ja, ich muss sagen, dieses bescheuerte Krank. Ne, letzte Woche ging es mir echt noch scheiße. Das zieht sich echt über 2 Wochen. Ne? Das ist echt zum Kotzen. Hat sich gut erwischt, würde ich mal sagen. Naja, mir geht so wieder ganz gut, also so fit und alles, aber halt die Nase ist halt zu, also so ein bisschen, dieser blöde Husten, das geht mir so auf den Sack, ey. Ja, so Grubber und Seemaschinen und so ein Kram haben wir noch gar nicht, gell? Grubber und Seemaschinen? Nee, haben wir noch nicht. Grubber haben wir. Wir haben 2 schöne neue Mods mit drauf. Und zwar mal wieder ein paar schöne Mods drauf. Und zwar einmal den IHC, der ist relativ neu. Könnt ihr euch bei Kornhub anschauen, beim Randy, der hat den vorgestellt, den werden wir auf jeden Fall mal testen. Und es ist ein LKW neu. Und zwar der 4331, weil das ist russisch und ich kann kein Russisch. Sieht eigentlich ganz cool aus, wie ich finde. Unter was findet man den IHC unter welcher Klasse? Ja. Hattet ihr damals kein Russisch in der Schule? Ich hatte kein Russisch, nein. Okay. Nein. War vor meiner Zeit. Also, bei uns gab es aber noch Russisch. Ich weiß. Ach, hier ist er. Ja. Jungstechnisch hätte dir das auch nicht geschadet, glaube ich. Ich werd mal einen tiefen Lockerer holen, oder? Wegen Grubbern? Oder wegen was willst du nur? Wir haben doch einen Grubber. Na, zum Flügen. Flügen ist doch an. Ey, wir hatten doch diesen nostalgischen Tiefenlockerer auf der anderen Karte, oder? Wir hatten einen, der hatte eine Flugfunktion, ja. Ja, genau. Aber welcher war denn das? War das nicht der? Nee. Ja, wir haben. Finden nicht, oder? Das ist natürlich. Ja, doch mal. Den haben wir hier nicht mehr drauf. Die sind wieder im Shop und wir arbeiten. Da reagiere ich schon gar nicht mehr drauf, das bin ich mir gewohnt. Ja, ich wollte gerade sagen, ist nicht mehr so berauschend, ne? Hey, was kaufen wir uns da jetzt für? Was kaufen wir uns da jetzt für einen Flug? Warte mal kurz. Hier ist der Grubber. Probier mal, ob der Grubber geht fürs Fliegen. Weil wir sind nur mit einem Gerät drüber geballert und die hatten wir auf der anderen Karte auch. Ja, aber der war nicht klapper, oder? Den wir hatten auf der anderen Map. Doch. Okay, gut. Der hat auch die Seiten hochgeklappt. Deswegen. Okay. Ich hab keinen Bock mehr zu dreschen, Alter. Mach doch was anderes. Hä? Mach doch was anderes. Ja. Okay. Willst du Stroh sammeln? Was? Möchtest du Stroh sammeln? Guck mal bitte, wie viel Stroh schon im Lager ist. Ja. Vielleicht müsste man die Geschichte noch erwähnen, wie die Mods auf den Server kamen. Die Geschichte, wie die Mods auf den Server kamen. Mhm. Erzähl doch erstmal die Geschichte vom Safe Game. Also die Mods, die wurden runtergeladen von einer gewissen Person. Dann wurden die auf dem Server aktiviert. Die halt einen höheren Intelligenzquotient vorweisen, haben die Mods dann auch in den Mod-Ordner gepackt. Und dann ging es.
und derjenige halt, der die Mods hochgeladen hat, ich möchte jetzt da keine Namen nennen, Tino, hat die Mods nicht in den Mod-Ordner gepackt und gesagt, ich komme nicht ins Game hinein. Nee, das ist nicht der. Wir haben, wir haben 63.000 Stroh im Lager. Sag mal, was, sag mal, den Schweizer müssen wir auch bald loswerden, oder? Da müssen wir hier auch mal hier irgendeinen so Oleg anrufen. Was ist denn mit dem los, ey? Das ist ein ganz normaler Grober hier. Okay, aber keine Ahnung, welchen wir dann. Dann hatten wir irgendeinen anderen noch. Ja, hatten wir auch. Aber, Schweizer? Ja. Erzähl doch lieber die Geschichte von dem Safe Game. Ja, das war Unerfahrenheit von mir. Ja, kann ich genau. Aber das mit den Mods, das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Ja. Aber wenigstens einer, der mal neue Mods hochlädt. Es wurde nicht vorgeschlagen. Boah, ja. Wir hatten übelst. Soll ich mal eine Real-Life-Story erzählen? Eine ganz kurze? Ja, mach doch. also jetzt, wo du so fragst, nee, danke, lass mal bitte. Okay, ich will dich ja nicht belästigen, weißt du, wie ich meine? Boah, erzähl deine Story. Nein, pass auf, wir gehen am Samstag in Heidepark, ne? Ja. Und hab da jetzt Tickets gekauft und so, und der Koloss, der ist ja seit 2 Jahren oder so dicht, wenn nicht sogar 3, weiß ich nicht. Ja, was denn nicht? Der, naja, halt. Aber tun die den Kern, warte mal, die tun den Kern sanieren, kann das sein? Die haben den Kern saniert, genau. Ja, aber ich kann dir sagen, ich kann dir einen was sagen, ich war auch schon im Heidepark gewesen, es ist schon viele Jahre her. Und ich bin mit dem Koloss öfters gefahren, es ist auf jeden Fall eine Attraktion. Obwohl man sagen muss, für rückenschwache Menschen kann das schon sehr belastend sein. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass der morgen seinen ersten Tag wieder offen hat. Ach so, echt? Ja. Was? Haben wir Glück gehabt. Ja, Wahnsinn. Nein, also aber es ist schon scheiße teuer, das muss man schon sagen. Ja. Was kostet mittlerweile Heidepark? Naja, 35 Euro Eintritt und 75 Euro oder so dieser Platin-Pass. Was ist der Platin-Pass? Na, dass du 10% Anstehwartezeit, also an Wartezeit hast, so. Ach, du hast dann nur 10% Wartezeit? So, bis zu, ja. Also du kannst überall dran vorbeigehen, das ist diese VIP Spastenschlange, genau. Die ich hasse wie die Pest. Wo immer diese Vollidioten an dir vorbeilaufen mit so einem dämlichen Grinsen in der Fresse. Ja, Tino, ich würde es vielleicht jetzt nicht so laut sagen. Warum? Ja, was meinst du, was die Leute denken bei der Gamescom, wenn wir an den Dingen da an die Riesenschlange vorbeilaufen und grinsen? Ja, ich, mein Grinsen ist aber ein freundliches Hallo. Und nicht so, haha, ihr müsst anstehen. Obwohl man sagen muss, dass bei der Gamescom bin ich immer wieder überrascht, in welcher Geschwindigkeit die diese Menschenmassen abfertigen. Also, das ist wohl wahr, das geht Jahr zu Jahr schneller. Brutal. Ja. Also brutal, in welcher Geschwindigkeit die, sag ich mal, diese Masse da reingeht oder reinkommt. Das ist schon nicht schlecht. Gut, 4 Eingänge, ne? Oder 3 Eingänge. Aber lange Rede ohne Sinn. Der Kolossus ist tatsächlich, sollte man fahren, auf jeden Fall. Ist ja die größte Holzachterbahn Europas. Oder weltweit? Ja, so ist es. Nee, Europa. Europa, ne? Ja. Und die ist wirklich groß. Und die ist, da geht's ganz schön runter. Macht Spaß. Ich habe auch echt mal wieder Bock auf Freizeitpark, in der ich bin. Weil ich war, es ist so unglaublich viele Jahre her, wo ich in Heidepark war. Und die bauen ja jedes Jahr neue Attraktionen. Dass ich glaube, dass sich das wieder richtig lohnen würde jetzt für mich. Komm auf Rust. Rust war ich auch schon einmal. Hat mir auch gut gefallen. Also Rust und Heidepark waren wir schon. Obwohl mir im Heidepark besser gefallen hat, diese Übernachtung im Park. Ja, wir hatten da diese, die haben da so ein, wie so ein Holzhüttendorf, also richtige kleine Blockhäuschen da. Halt wirklich spartanisch in dem Sinne, aber ist halt zum Pennen total geil, wenn du mit ein paar Kumpels bist und so, oder Familien. Und da hatten wir direkt uns im Park da was angemietet. Kurz abends grillen, hast einen Grillplatz, hast
Also Volleyball kann spielen, eine Geschalter. War echt nicht schlecht. Die Blocker ist hart, die Pest, die haben den Rüst auch, wenn dein Hauptteil ins Bach nicht geht. Was? Ja, die haben so Blockhäuser und so, so Wagen, wo die drin können. Ja, die Blockhäuser sind doch cool. Ja, was ist denn da nicht cool? Ja, was wenn ist denn am Hotel, Hotel besser? Ja, dass du dein eigenes WC hast, dass du dein eigenes Bett hast. Ja, hast du in den Blockhäusern auch. Ach so, nee, stopp, warte mal. Nein. Nee, stimmt, hast recht, da waren, nee, stimmt, da waren eine Duschdings, ja. Stimmt. Ja, und da, das habe ich einmal gemacht. Nee, stimmt, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen, obwohl. Mit mäßiger Begeisterung. Das habe ich einmal gemacht, dann hab ich wurde dafür gewaltig. Nee. Wurde es vergewaltigt? Jetzt denkst du mal, warum der so einen Schaden hat. Um aufhören durch mich durchzufahren. Stell dir mal bitte hier daneben, ja? Weiter. Die andere Seite. Und wo ist denn eigentlich der Kärcher? Haben wir schon den Kärcher? Ich hab keinen gekauft. So, bitte ordnungsgemäß hier auf selbe Höhe, dass es hier mal ein bisschen in Ordnung in den Hof soll. Deiner steht schräg. Hä? Deiner steht schräg. Ja, dann stell ihn schräg deinen daneben, dann fällt es nicht auf. Wo ist das Problem? So, gut. Perfekt. Sollten wir den Platz hier oben vielleicht mit Kies machen oder so? Okay, alles klar, ich übernehme das. Ja, wir haben zu viel Geld, da muss was weg. Ja. Kein Problem. Dann kauf mal eben einen Schweinestall, bevor du alles ausgibst. Es sind alle Ställe auf dem Hof. Habe ich gedacht jedenfalls. Dann kauf mal ein paar Tiere, irgendwas. Ja, kannst du keine Tiere kaufen? Ja, ich wollte eben das Feld hier fertig machen mit Stroh. Und dann habe ich gedacht, weil du jetzt fertig bist, habe ich gedacht, das würde gut bei dir passen jetzt. Kann Tiere kaufen, ja. Lol, wenn das jetzt jemand gesehen hätte. Hab ich, weil ich guck gerade von oben drauf. Unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass man die Büsche entfernen kann mit dem Tool. Ja doch, das geht. Genau. Was denn? True Farming. Eieiei. Der Zement bekommt gerade richtig Lack. Und, ach so, echt? Ja. Ach, vom BM oder was? Von der Community. Autsch. Bist du was dann gemacht? Wir speichern. Wollte ich gerade sagen. Kannst gerne mal eine Folge gucken. Däumchen nach oben da lassen, schreibst noch einen netten Kommentar wie Hi oder so, das reicht schon. Wie Hi. Jede Interaktion zählt. Ja. So, haben wir einen neuen Platz hier, einen schönen Abstellplatz. Das ist doch mal was. Parkflächen einzeichnen und dann passt das. So, und dann kann man aber auch mal die Anhänger ordentlich hinstellen und das alles. Meine Güte nochmal. So, was ist denn zu tun? Erstmal muss das Korn eingelagert werden. Was machst du jetzt? Muss gepflügt werden. Hast du jetzt einen Flug? Ich habe einen Teamlogger gekauft. Aber sag mal, wieso haben wir diese Differentialsperren-Geschichte eigentlich nicht mehr drauf? Weil sie gehatet wurde in den Kommentaren. Aber die Traktoren haben doch Differentialsperren, das ist doch Nonsens. Oder willst du jetzt erzählen, ein alter Traktor hat keine Diffsperre? Und genauso haben die doch auch Allrad, also nicht jeder natürlich, aber es gibt die doch mit Allrad und Differentialsperren, was ist denn das? Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg hier? Dominik, ja, was ist denn das? Der je nachdem. Es gibt alte Traktoren, die haben Differentialsperren, da kannst du ja sagen, was du willst. Ja, ne? Und auch genauso Allrad. Das stimmt. Aber okay, wir können das gerne da drauf machen, das ist kein Problem. Ja, gerne einfach nochmal die Meinung in die Kommentare. Das würde mich echt nochmal interessieren, warum, wieso, weshalb. So.
Gut. Ist auf jeden Fall eine Mörderarbeitsbreite, das muss man schon sagen. Wie viel hast du denn? 4 Meter. Wie? 4 Meter. Ja, 4 Mann, 16 Meter. Mehr PS hatten wir halt nicht. Ach, du hast einen normalen Flug jetzt gekauft? Nee, einen Tiefenlockerer. Einen normalen Tiefenlockerer? Ja, was denn sonst? Ja. Achso, mit dem Ding steuer da rum. Ja. Ja, können wir aber an den Dings können wir auch eins hängen hier, den Dommer hat. Du brauchst jetzt nicht noch Gruppe an. Das seh doch gleich. Ja, aber das ist auch unlogisch, weil es als Flugfunktion dient. Wie, was? Ja. Hä? Was dient als Flugfunktion? Der Tiefenlocker dient als Flugfunktion. Ja, ja, der Tiefenlocker ist... Ja, aber rein theoretisch müsste man da ja noch dann grubbern, rein theoretisch. Richtig. Aber das muss man nicht mehr, das entfällt. Ja, in der realen Landwirtschaft muss man es halt. So, na gut, meine lieben Freunde, wir sind aber auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und auch bei den anderen natürlich, alles in der Videobeschreibung. Wir sind erstmal raus aus dem Haus. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao.